Der Luise-Kieselbach-Platz. Seit Jahren eine einzige Baustelle und Staufalle. Doch damit kann bald Schluss sein. Dann sollen täglich 100.000 Fahrzeuge unter die Oberfläche geleitet werden. Seit August 2007 wird an dem neuen Münchner Supertunnel gearbeitet. Ende Juli 2015 ist das Bauwerk planmäßig fertig. Wir befinden uns in den letzten Zuckungen. Wir testen bereits seit April und natürlich finden begleitend entsprechende Restarbeiten statt. Aber es sind umfangreiche Tests getätigt worden. Wir haben alle Brandversuche durchgeführt, Feuerwehrübung fand statt. Die Lüftung ist umfassend vom Gutachter getestet worden. Genau genommen ist es ein Doppeltunnel, der an der Heckenstaller Straße beginnt und dann unter dem Luise-Kieselbach-Platz entlang bis zur Garmischer Straße führt. Die Tunnel sind 4,5 Meter hoch und bis zu 15 Meter breit. Der ganze Bauabschnitt ist 2.800 Meter lang. Es gibt von Seiten der Polizei insgesamt 7 Stellen mit Blitzer. Die Geschwindigkeit wird 60 sein, mit Ausnahme der Zufahrt von der A95. Hier ist noch der Rückbau der Zufahrt von der Murnauer Straße zu tätigen. Hier wird mit 30 oder 40 gefahren. Ansonsten ist der Tunnel uneingeschränkt mit 60 km/h befahrbar. Am 25. Juli wird die Eröffnung gefeiert. Mit einem Bürgerfest in und auf dem Tunnel. Wir werden an der Oberfläche eine große Showbühne haben, ab 10.30 Uhr mit Musik. Und ab 11 Uhr werden wir den offiziellen Akt, also sprich die Reden, das Band durchschneiden, für die Bürgerinnen und Bürger in München an die Oberfläche, an die Bühne über LED-Wände übertragen. Dann, wenn die ganze Geschichte gelaufen ist im Tunnel, dann haben wir so ab 13.30 Uhr, 13.45 Uhr, darf jeder Münchner, jede Münchnerin in den Tunnel rein. Wir bieten auch da Attraktionen von Gewinnspiel bis Tunnelbesichtigen. Zusätzlich zur Tunnelsause können besonders Sportliche schon am 23. Juli durch den Tunnel sausen. Der Run auf den Tunnel ran war sehr schnell ausgerannt, wie man so schön sagt. Wir haben 1500 Startplätze genehmigt bekommen vom Brandschutz. Die haben wir ausgeschrieben online, wie es bei so Sportveranstaltungen üblich ist. Und innerhalb von 36 Stunden war der Lauf komplett ausgebucht. Das heißt, wir werden 1500 Läufer haben. Und das ist ganz exklusive Veranstaltung, also es gibt es nur einmalig an diesem Ort. Imposant sind die Zahlen des Tunnelbaus. 800.000 Kubikmeter Erdaushub, 16 Kilometer Markierungen, 31.000 Tonnen Bewehrungsstahl und eine gesamte Tunnelfläche von 68.000 Quadratmetern. Und noch ist das Mammutprojekt nicht fertig. Es sind noch umfangreiche Anpassungsarbeiten an den Portalen zur Überleitung des Verkehrs in den Tunnel erforderlich. Markierungen, Asphaltarbeiten etc. Zu den Tunneln gehören 201 Videokamera, Überwachungsräume, je 4 Betriebsstationen und Pumpwerke sowie 15 Notausgänge. Parallel zur Fertigstellung läuft bereits die Oberflächengestaltung. Diese wird bis 2017 andauern.